2021. Aldi zieht die Zügel an. Ab 2030 nur noch Fleisch der Haltungsform 3 und 4. Was heißt das für uns? Für mich war es im ersten Mal ein Schock, weil ich nicht gedacht hätte, dass der Markt auch aus Sicht eines LEHs 2030 überhaupt schon so weit ist. Aktuell zeigt ja das Konsumverhalten der Gesellschaft, dass der Schwerpunkt doch darin liegt, Fleisch zu kaufen aus Haltungsform 1 und 2. Haltungsform 1, gesetzlicher Standard, wird einfach jetzt schon als Tierquälerei dargestellt. Heute Morgen in der Bild-Zeitung. Es wird so suggeriert von vielen Tierschutzorganisationen, dass das, was wir in Deutschland als gesetzlichen Standard definiert haben, Tierquälerei ist. In meinen Augen vollkommen nach Schwachsinn. Tierhaltungsform 2. Tierwohl. Die Tiere haben 10% mehr Platz. Wir schaffen mehr Beschäftigungsmaterial. Wir sorgen für organisches Beschäftigungsmaterial. All diese Sachen sind für uns schon eine Investition, sind für uns schon Aufwand. Es wird nicht mehr honoriert. Es wird auch als schlecht dargestellt. Es wird als schlecht suggeriert. Haltungsform 3. Hieße, wir müssen anstatt in diesem Mastall 0,825 Quadratmeter pro Schwein, was aber nicht bedeutet, dass jedes Schwein auf 0,825 Quadratmeter lebt, sondern es haben 23 Schweine oder 25 Schweine, teilen sich halt diesen Platz, den jedes Schwein erzeugt, müssen wir erweitern auf 1,05 Quadratmeter. Zusätzlich müssten wir noch einen Auslauf schaffen. Einen Auslauf, den wir durch Umbaumaßnahmen schaffen müssen. Problem an solchen Sachen ist aber, dass diese Ställe immer genehmigt worden sind. Ich bin im Betrieb, der ist nach Bundesemissionsschutzrecht genehmigt. Ich müsste ein komplett neues Verfahren aufrollen. Ich liege im Landschaftsschutzgebiet. Das hieße für mich, dass ich erstmal Planungskosten hätte, die wahrscheinlich für meinen ganzen Betrieb einen sechsstelligen Betrag erreichen. Planungskosten. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass wir unsere Sauenhaltung in den nächsten 12 Jahren komplett umbauen müssen, um dort auch dem gesetzlichen Standard zu entsprechen. Da sind wir beim gesetzlichen Standard. Lieber Aldi, was sollen wir tun? Der ganz andere LEH ist natürlich genauso in der Pflicht, weil ihr alle nachgezogen seid. Was sollen wir Landwirte tun, damit wir euch mit Lebensmitteln aus Deutschland liefern können? Ist das Ganze letztendlich bloß ein Werbegag? Ist es vielleicht von Aldi nur gemacht worden, um aktuell mal wieder mit einer kleinen guten Tat in die Medien zu kommen? Seit wann kümmert ihr euch, lieber Aldi, um uns Bauern? Es ist noch nie passiert. Und wenn man dann in der Pressemitteilung mitbekommt, dass Aldi verspricht, dass sich im Jahre 2030 jeder ein Steak der Haltungsstufe 4 leisten kann, dann wissen wir, wo die Reise hingeht. Na, ahnt ihr das? Es geht den Bach runter. Es geht ganz massiv den Bach runter mit der deutschen Landwirtschaft. Und das mittlerweile gefördert von NGOs, gefördert von der Politik und nun auch gefördert vom LEH. Es gab mal Zeiten, da hatte man so ein ansatzweises Gefühl von Marktpartnerschaft, von Geschäftspartnern. Das ist vorbei. Wir laufen einer Ideologie hinterher, wie es, glaube ich, so noch nie da gewesen ist. Es wird suggeriert, dass das, was wir machen, Tierquälerei ist, Haltungsform 1, der gesetzliche Standard, der deutsche Standard ist weltweit führend in ganz vielen Bereichen. Und bei uns ist es in der Tierhaltung Tierquälerei. Das verstehe ich nicht. Und das führt mittlerweile dazu, dass nicht nur ich einen riesen Frust schiebe und mittlerweile auch nicht weiß, wie es weitergehen soll. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt das Geld riskieren? Soll ich schon wieder umbauen? Wir bauen alle 3 Jahre für Tierwohl um. Soll ich jetzt noch wieder umbauen? In eine Blaufase hinein, wo ich gar nicht weiß, was es für uns bedeutet. Wie viel Geld kann ich überhaupt noch aufnehmen, um diesen Betrieb fortzuführen und nicht um mehr Geld zu verdienen? Nein, ich verdiene maximal das gleiche Geld. Die Politik hat es geschafft, diese Abhängigkeit, die wir momentan erleben, von Schlachthöfen und von LEHs, so zu konzentrieren, dass es mir gar nicht mehr möglich ist, irgendwo anders hinzuliefern. Ich würde unheimlich gerne eine regionale Schlachtung wieder aufbauen, eine regionale Vermarktung aufbauen, dass die Leute, die hier in Bocholt wohnen, sagen können, ich möchte das Fleisch von dir haben. Es funktioniert nicht, weil durch Auflagen, nicht nur im Stallbaubereich, im Schlachthofbereich, im LEH-Bereich, in der gesamten Kette, sind die Auflagen so groß geworden, dass es zu einer Konzentration geführt hat. Es hat zu einer Konzentration geführt, die Lebensmittelhändler werden größer, die Schlachthöfe werden größer. Es ist alles von euch, der Gesellschaft getragen worden und gefördert worden in all den Jahren.
Und jetzt stehen wir an dem Punkt, wo auf einmal der Cut kommt und der Aldi fordert. Und was passiert? Haltungsstufe 3 und 4. Das beschränkt nicht die Herkunft. Es beschreibt maximal einen Produktionsprozess, den wir in Deutschland zu 110% immer ausführen. Immer. Und auch zu 110% kontrollieren. Aber was das Ausland macht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, da drückt auch ein Aldi ganz schnell die Augen zu. Und das ist nicht nur scheiße, das ist mega erbärmlich. Ich bin enttäuscht. Ich verliere mittlerweile die Lust und auch die Perspektive, diesen Job so weiterzumachen, weil es auf der einen Seite diese Forderung gibt von der Gesellschaft. Es gibt immer wieder diese Forderung, dieses Anklagen. Und auf der anderen Seite, der Konsum zeigt ein ganz anderes Verhalten, noch einen ganz anderen Wunsch. Es kaufen die Leute weiterhin billig. Warum ist der Bioanteil in Corona-Zeit gestiegen? Natürlich, weil Geld da war. Aber es fällt wieder, es sinkt wieder, weil die Leute jetzt das Geld wieder für andere Sachen ausgeben können. Dann ist auf einmal dieser Wunsch nach mehr Tierwohl, dieser Wunsch nach mehr Bio, ist peng. Ist wieder hinfällig, weil das eigene persönliche Wohl im Vordergrund steht. Und dann ist, ich möchte behaupten, 95% von euch das bisschen Tierwohl egal. Denkt mal alle drüber nach.